Hallo Marius Ebert hier. Unsere heutige Frage lautet: Was ist das ökonomische Prinzip? Zunächst mal ein Synonym. Das ökonomische Prinzip nennt man auch Rationalprinzip. Aber das hilft uns jetzt noch nicht weiter, sondern wir wollen ja wissen, was es ist. Was ist also das ökonomische Prinzip? Das ökonomische Prinzip hat zwei Ausprägungen. Und Achtung, beide Ausprägungen haben einen festen Punkt. Ich erkläre das sofort. Zwei Ausprägungen. Einmal haben wir das Maximalprinzip und wir haben das Minimalprinzip. Und was ist der feste Punkt jeweils? Beim maximalen Prinzip ist der feste Punkt das feste Budget. Und beim Minimalprinzip ist der feste Punkt das feste Ziel. Ja, das ist also jeweils hier der feste Punkt. Und es ist extrem wichtig, sich das zu merken, sonst gibt das nämlich eine Katastrophe, wenn Leute nach dem ökonomischen Prinzip gefragt werden. Maximalprinzip heißt, aus einem festen Budget das Maximale herausholen. Und dieses Prinzip nennt man auch das Haushaltsprinzip, weil es die Situation der allermeisten Haushalte ist, die ein festes Nettogehalt haben. Der Haushalt oder der Verdiener oder die Verdiener des Haushaltes haben ein festes Nettoeinkommen und wollen daraus das Maximale an Nutzen herausholen. Und das minimale Prinzip bedeutet, dieses feste Ziel mit minimalen Mitteln erreichen. So, das ist das ökonomische Prinzip. Das ökonomische Prinzip ist nicht mit minimalen Mitteln das Maximale erreichen. Das ist Blödsinn. Das ist nicht das ökonomische Prinzip, sondern Blödsinn. Maximalprinzip, aus einem festen Budget das Maximale herausholen und Minimalprinzip, da ein festes Ziel mit minimalen Mitteln erreichen. Das ist das ökonomische Prinzip, das man auch nennt Rationalprinzip. Alles Gute, Marius Ebert.